Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich jetzt wieder mit euch 45 Minuten Bodyweight Functional machen darf. Und heute werden wir so ein bisschen alles wieder durchbewegen. Es wird im Endeffekt ein Ganzkörper-Krafttraining sein. Wir haben aber auch Beweglichkeitsgeschichten wieder mit drin. Und am Ende erwartet euch dann wieder was, was die Herzfrequenz hoch pusht und heute die Beinmuskeln richtig brennen lässt. Also bleibt bis zum Ende dran und zieht durch. Okay, ich werde auch wieder unterschiedliche Variationen zeigen. Das heißt, jeder kann mitmachen. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte. Macht wirklich, wenn ihr die Übung noch nicht so oft gemacht habt, wirklich die Anfängerversion. Die werde ich auch heute wirklich ein bisschen häufiger zeigen, damit ihr diese Übungen vernünftig ausführen könnt. Es geht jetzt nicht darum, möglichst die schwersten Übungen dazu machen und nachher die Technik nicht drin zu haben und dann eben das Verletzungsrisiko damit hochzufahren. Das wollen wir nicht haben. Okay, alles was ihr braucht, ist eine Matte und nachher einen Stuhl, an dem ihr euch festhalten könnt. Wenn ihr aber eine Matte habt, eine Wand habt, wo ihr euch festhalten könnt, dann ist das auch wunderbar. Es geht nur um Balance. Also wir wollen da nicht draufsteigen oder so. Dann natürlich noch was zu trinken dabei zu haben, ist immer eine gute Sache. Es gibt immer wieder kleine Pausen. Wir starten erstmal ganz entspannt mit der Nackenmuskulatur. Und zwar im Stand einfach mal von rechts nach links schauen. Ganz entspannt. In eurem Tempo, was da gerade geht. Und dann hoch und runter. Jawohl, jetzt machen wir liegende Achten. Das heißt, schön große Kreise ziehen mit der Nasenspitze. Und die andere Richtung. Gut, alles klar. Wir machen ein bisschen was für die Schulter. Und zwar stellt ihr euch so hin, dass ihr die Arme nach vorne nehmt. Wir wollen die Schulter maximal nach vorne rausschieben. Po ist angespannt, damit wir jetzt hier nicht in die Vorbeuge gehen, sondern wir wollen das möglichst aus der Schulter machen. Bauch anspannen, Po anspannen. Arme schiebt ihr nach vorne raus und zieht sie nach hinten und presst wirklich die Schulterblätter hinten zusammen. Nach vorne raus, nach hinten. Arme sollten idealerweise gestreckt sein. Versucht es wirklich aus der Schulter zu machen. Nicht den hier, sondern vor und zurück. Ruhig die Fingerspitzen spreizen, das aktiviert so ein bisschen den Trizeps, der sorgt dafür, dass der Arm gestreckt bleibt. Und jetzt hoch und runter. Zu den Ohren, maximal runterziehen. Zu den Ohren, maximal runter. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Kurz auslockern. Das verbinden wir, machen einen Kreis. Das heißt, alle Positionen, wir gehen nach vorne, nach hier oben, nach hinten und nach unten. Nach vorne, nach oben, nach hinten und nach unten. Große Kreise, versucht da wirklich Spannung reinzubringen. Wir wollen die Muskulatur aktivieren. Und dann das Ganze andersrum. Immer wieder gucken, dass alles durchgespannt ist. Die Arme sind fest. Und der Bauch und der Po auch. Und auslocken. Sehr, sehr schön. Gut. Ihr setzt euch in den Schneidersitz. Nehmt die Hände an eure Knie. Wir machen uns rund und strecken die Brust raus. Bis in die Brustwirbelsäule mobilisieren. Rund und die Brust raus. Da ein bisschen öffnen. Okay, sehr schön. Jetzt kommt ein kleiner Flow. Ihr setzt euch bitte genau so hin wie ich. Das heißt, hier wäre ein Spiegel und wir schauen jetzt beide sozusagen in die Richtung hier. Hände setzt ihr hinten ab. Wir werden gleich
da landen. Das heißt, im Endeffekt alles auf der anderen Seite auch wiederholen. Und nachher sollte eure Front in die Richtung zeigen. So, von hier aus, Schultern nach hinten rollen. Hebt die Hüfte an, wir gehen in den Tisch. Versucht euch aus der Schulter rauszuschieben. Atmen, Po wieder absetzen. Jetzt schiebt ihr die Beine nach vorne. Und kommt einmal nach vorne, soweit es euch möglich ist. Da darf der Rücken auch rund werden. Wieder zurück, Hände wieder aufsetzen, Fingerspitzen zeigen nach hinten. Und einmal nochmal die Hüfte hochschieben. Jetzt den Po nicht ganz absetzen. Ihr hebt eure rechte Hand, das ist meine linke, aber ihr hebt eure rechte Hand an und euren linken Fuß. Und jetzt rotieren wir bauchwärts und schieben den Fuß durch, sodass wir in einer Art Gerätsche sind. Ich zeige es nochmal. Aus der Position anheben, eure rechte Hand, linker Fuß durchschieben und ihr seid in der Gerätsche. Von hier aus ein bisschen die Dehnung mitnehmen. Wir wandern nach vorne. Ihr lauft jetzt also auf mich zu in die Stützposition. Von hier aus, wer mag, macht einen Liegestütz. Wer nicht einen Liegestütz machen möchte oder nicht kann, einfach in dieser Position kurz bleiben. Wir gehen einmal runter und laufen wieder zurück. Und jetzt das gleiche Spiel. Eure linke Hand hebt ab und das rechte Bein zieht durch, sodass wir wieder in der Ausgangsposition sind. Kurz den Po absetzen. Schulter nach hinten unten rollen, Hüfte strecken. Blick zur Decke, Po absetzen, Beine strecken. Einmal nach vorne lehnen, Dehnung der Beinrückseite und im unteren Rücken nehmen. Hände nach hinten zeigen lassen. Füße aufstellen. Wieder die Hüfte strecken. Nicht ganz absetzen. Jetzt eure linke Hand und euer rechtes Bein anheben. Bauchwärts rotieren. Wieder in die Mitte kommen, Gerätsposition. Nach vorne laufen, Schultern nach hinten unten rollen. Wer mag, macht die Liegestütz. Wer nicht mag, lässt es. Lauft wieder zurück, zieht euer linkes Bein durch und wir sind wieder in der Ausgangsposition. Absetzen. Hände nach hinten, Po hebt wieder an. Rückenposition. Absetzen. Füße strecken. Einmal beugen nach vorne. Hände nach hinten zeigen lassen, Füße aufstellen. Hoch. Nicht ganz absetzen, rechte Hand, linkes Bein anheben, Bauchwärts rotieren, Edge-Position, nach vorne laufen, Liegestütz, wenn man zurück und das rechte Bein zieht durch. Wir sind wieder in der Ausgangsposition. Einmal noch die Hüfte strecken, Po absetzen, Beine strecken, beugen und gut. Hervorragend, sehr schön, ein bisschen den ganzen Körper warm bekommen. Jetzt geht's weiter. Und zwar gehen wir in eine breite Position, hier ungefähr doppelte Schulterbreite und gehen von einer Seite zur anderen. Nehmt die Arme nach vorne, versucht hier immer ein bisschen die Beininnenseite mitzunehmen. Das heißt, da einen Stretch bekommen. Lasst die Fußspitzen nach vorne ausgerichtet. Und jetzt rotiert ihr die Fußspitzen nach oben. Gleich geschafft. Und gut. Perfekt. Wir sind auch gleich durch. Wir wollen euch noch ein bisschen aktivieren, bevor es dann losgeht mit dem Training. Und zwar machen wir kleine Skibbings. Also keine großartigen Kniehebeläufe, sondern ganz kurze kleine Trippelschritte. Das aktiviert euch nochmal, dann seid ihr richtig frisch fürs Training. Macht euch bereit, Position einnehmen und langsam losgehen und Gas geben. Komm, 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 komm. Schnell, schnell, schnell. So schnell wie es geht und entspannen. Ausschütteln. Das machen wir noch zweimal. Macht euch bereit. Position, langsam losgehen und Gas geben. Es geht nicht darum, die Knie hochzuziehen, sondern die Füße maximal schnell zu bewegen. Und gut. Und dann noch einmal in die Position gehen und los geht's.
Zack, 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 schnell, komm. Und entspannen. Wunderbar. Ausschütteln. Trinkt was, nehmt euch eine Flasche. Wenn euch die Pausen generell zu kurz sind in dem Workout, wir versuchen auch hier wieder die Pausen kurz zu halten, dann macht einfach auf Pause. Habt ihr ja die Freiheit und könnt dann weitermachen, wenn ihr euch erholt fühlt. So, erste Übung des ersten Blockes. Wir haben insgesamt Block A und Block B heute. 3 Übungen in jedem Block und wir versuchen in jedem Block 3 Runden zu machen. Im ersten Block gibt es die Auswahlschritte. Das heißt, ihr geht in die unterste Position, Knie ist am Boden, Fuß ist aufgestellt. Das ist die Anfängerversion. Ja? Ich zeige auch gleich eine schwerere Version. Erstmal das für die, die da jetzt noch nicht so erfahren sind. Schön versuchen, Knie, Hüfte in eine Linie zu bringen und dann über den vorderen Fuß aufzustehen. Mit viel Körperspannung hochzukommen. Es geht nicht dabei darum, sich nach oben zu schieben, sondern versucht wirklich über den vorderen Fuß hochzukommen. Wenn ihr euch ein bisschen helft mit dem hinteren Bein, ist das kein Problem. Versucht es zu minimieren. Für die Leute, die das schon gemacht haben und auch da versierter sind, gleiche Ausgangsposition, jetzt aber auf dem Fußrücken. Wir können uns nicht mehr wirklich reindrücken. Das heißt, wir müssen mehr mit dem vorderen Bein arbeiten, Spannung aufbauen und nach oben kommen. Spannung aufbauen, nach oben kommen. Wer rutschigen Untergrund hat, kann auch gerne sliden nach hinten. Aber muss nicht sein. Gut, da machen wir 12 Wiederholungen. Wie gesagt, wenn ihr nur 8 schafft, kein Problem. 12 Wiederholungen pro Seite. Okay, das war Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 wollen wir ein bisschen den Rücken adressieren. Das heißt, ihr legt euch auf die Matte. Wir machen sogenannte Supermans, aber in der Form, dass wir am Anfang die Handrücken am Boden haben und wenn wir hochkommen, rotieren wir die Schultern nach hinten, versuchen den Rücken maximal anzuspannen und gehen natürlich maximal hoch. Kommen wieder runter, halten. Und da oben versuchen wir immer 3 Sekunden zu halten. Ja, da gehen wir auch auf 12 Wiederholungen. Es ist sehr viel Spannung im Rücken dann. Aber das brauchen wir auch so ein bisschen, weil wir nicht so viele Möglichkeiten haben zu ziehen aktuell. Okay, und dritte Übung ist dann für den Bauch eine schöne Variante, und zwar die sogenannten Starfish Crunches, also Seestern Crunches in dem Fall. Das wäre die Ausgangsposition. Wir wollen hier immer einen guten Kontakt herstellen. Wenn euch das nicht möglich ist, dann nehmt die Hände, die Knie weiter ran. Und dann versucht ihr einfach hier diagonal eure Knöchel zu berühren. Immer wieder in die Position zu kommen. Ruhe und ran. Wer fortgeschritten ist, macht das in der ausgestreckten Variante. Und das 10-mal pro Seite. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, kann ich euch sagen. Gut, also wir starten. Geht in die Ausgangsposition. Ich zeige am Anfang immer erstmal eine Weile lang die Beginnerversion. Und dann würde ich sagen, Knie zum Boden, Fuß aufgestellt, wenn ihr Anfänger seid. Und dann für 8 bis 12 Wiederholungen. Los geht's. Noch 2. Super. Auslockern. Anderes Bein. Da braucht ihr nicht so viel Pause, denke ich. Das kriegen wir hin. Auf. Spannung aufbauen und go. 1. 2. 3.
7, 8, 9, 10. Ausschütteln. Wunderbar. Nächste Übung. In Bauchlage. Die Supermans mit aufgedrehten Schultern. 12 Stück wäre das Ziel. Und richtig schön krampfen in der obersten Position. Macht euch bereit. Hände, Handrücken liegen ab. Und go. 1 und 3, 2, 1. Runter, wieder hoch. 2. Sieben. Schultern nach hinten unten ziehen, noch zwei. Jawohl. Sehr gut. Wenn ihr nicht so lange halten könnt, einfach vielleicht nur 2 Sekunden dafür, aber die Qualität hochfahren. Gut. Jetzt sind die Bauchmuskeln dran. Starfish Crunches. Arme sind über Kopf, untere Rücken in den Boden. Ich zeige erst wieder die Anfängervariante, ansonsten die Geschichte. Und 10 pro Seite. Go. Wunderbar. Erste Runde geschafft. Sehr schön. Auslockern. Trinkt was. Das mache ich auch. So. Durchatmen. Wir gehen in die zweite Runde. Okay. Rechtes Bein geht wieder hinten hin. Diesmal mache ich es jetzt auf dem Fußrücken. 12 Wiederholungen und go. Super. Durchschütteln. Andere Seite. Spannung aufbauen. Bauch fest. Go. Noch 2. Puh. Puh.
Sehr schön. Wunderbar. Übung Nummer 2. Der Superman. In Bauchlage. Hände wieder mit dem Handrücken zum Boden. Und 12-mal hoch, 3 Sekunden halten. Go. Noch 2. Jawohl. Sehr schön. Ich schwitze schon ganz schön. Ich hoffe, ihr auch. Dann kommt die Bauchmuskelübung in diesem Block. Starfish Crunches. In die Ausgangsposition. Nie den Kontakt mit dem unteren Rücken verlieren, ganz wichtig. Sonst einfach in die Beginner-Version wechseln. 10-mal pro Seite und los geht's. Und gut. Yes. Sehr schön. Satz Nummer 2 vorbei. Noch eine Runde ausschütteln. Trinken. Ganz, ganz wichtig, wenn es auch wieder warm ist, immer wieder was trinken. Damit wir dann in Runde 3 starten können. Wenn euch das bisher nicht fordert, wartet noch ein bisschen ab, weil am Ende werden die Beine noch ordentlich brennen. Ansonsten nehmt ihr einfach irgendein Gewicht in die Hand. Ja, Rucksack mit Büchern geht. Und damit kann man diese Übung hier wunderbar erschweren. Wir starten. Macht euch bereit. Rechts Bein geht nach hinten. Fußrücken oder aufgestellt. Und 12 Wiederholungen. Los geht's. Noch 2. Sehr schön. Wunderbar. Falls ihr euch wundert, warum ich das jetzt nicht auf der Matte mache, man hat bei so weichen Matten dann ein bisschen mehr Fokus auf die Balance. Wir wollen Kraft produzieren, dafür brauchen wir in der Regel einen guten, harten Untergrund. Okay. Andere Seite. Bauchspannung. Und schieb. 1.
Oh, noch zwei Stück. Yes. Super. Gleich geschafft. Mit der ganzen ersten Runde bzw. mit dem ganzen ersten Block. Jetzt kommt nochmal der Superman. Legt euch auf den Boden, Handrücken zum Boden. Und für 12. Go. Und die Nummer 7. Immer schön 3 Sekunden halten. Nummer 8. 1, 2, 3. Nummer 9. 10. Und letzte Wiederholung. Gut. Wunderbar. Letzte Übung. Von Block A, die Seestern-Crunches. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei, auch wenn ihr das noch nicht so oft gemacht habt. Dann will ich mal solidarisch sein und nochmal die Anfängervariante zeigen. Macht euch bereit, 10 Wiederholungen, los geht's. 1, 2, 3. Nummer 8, 9 und letzte. Yes, geschafft, hervorragend, super gut. Block A, check, trinkt was und lockert euch aus. Sehr schön. So, im zweiten Block wird es nicht so sehr auf die Bauchmuskeln gehen, aber auf die Stützkraft und auf die Brustmuskeln und Schultern und den Trizeps. Wir machen Liegestütz. Und bei Liegestütz ist es immer so, die sieht man ganz häufig ganz unterschiedlich. Wir wollen möglichst fest bleiben im Rumpf, wir wollen möglichst die Schultern tief unten haben, wenn wir drücken. Nicht den Rücken durchhängen lassen. Und deswegen machen wir auch nur 10 Wiederholungen, aber die sollen es in sich haben. Wichtig ist bei Liegestütz, dass wir nicht den hier machen. Das heißt, die Schultern nach vorne rollen lassen und die Ellenbogen auf 90 Grad. Das sehe ich ganz oft. Das ist meistens eine Sache, weil man eben nicht genug Kraft hat. Und dann sollte man lieber eine Variante machen, die ein bisschen einfacher ist. Das wollen wir haben. Schön nah am Körper. Es muss nicht extrem nah sein, aber ungefähr diese Position, ja. Das heißt, wir gehen in die Position und malen ein Dreieck zwischen Fingerspitzen und einem Punkt hier vorne und da wollen wir unsere Nase hinbringen. Das heißt, wir gehen hier runter und bringen nicht unser Gesicht zwischen die Hände. Damit haben wir automatisch sichergestellt, dass unsere Schultern hinten sitzen. 10 Wiederholungen, wem das zu anstrengend ist, der geht ganz entspannt auf die Knie, aber ganz entspannt nur im ersten Sinne, weil oft passiert das hier, das wollen wir nicht. Hüfte ist fest, Po ist angespannt, ihr bildet eine Linie zwischen Knien und Schultern und Hüfte und dann könnt ihr genau die gleiche Variante machen, die wir jetzt mit reinnehmen. Dann machen wir 10 Wiederholungen, ihr lasst euch langsam ab, Ziel sind 3 Sekunden ablassen, 1 Sekunde unten halten, wieder hochkommen. Maximal fest den Körper machen. Gut. Nummer 1 ist das. Dann die Tabletop-Übung, damit wir noch ein bisschen die Brust öffnen nach dem Liegestütz. Heißt, das hatten wir am Anfang schon im Warm-up. Schiebt die Hüfte hoch.
aus den Schultern rausschieben, Po zum Boden runterbringen und wieder hoch. Po runter, hoch. Und oben immer kurz halten. Dann machen wir 10 Wiederholungen. Das öffnet hier schön und kräftigt nochmal den Rücken. Und dann braucht ihr den Stuhl. Ich hole den gerade. Oder eben eine Wand, wo ich festhalten könnt. Und dann machen wir Sidekicks für die Gesäßmuskulatur. Ja, und noch zusätzlich für die seitliche Rumpfmuskulatur. Stellt euch frontal zum Stuhl auf. Ein Fuß zeigt genau zum Stuhl und ihr dreht euch sozusagen weg. Und in der entgegengesetzten Richtung wollt ihr jemanden sozusagen wegstoßen, wegtreten. Haltet euch fest und dann tretet ihr hier raus. Merkt dann sofort hier Spannung. Zieht das Bein wieder ran und wieder treten. Ran, treten, ran, treten. 15 Wiederholungen machen wir da so. Immer kurz halten. Ja? Versucht so hoch wie möglich zu kicken, dann geht es gut in den Hintern rein. Okay, so, ich stelle den Stuhl nochmal kurz zur Seite. Also, macht euch bereit, wir starten. Auch wieder hier 3 Runden, Liegestütz. Zeig auch wieder erst die Beginner-Variante im ersten Block. Spannt den Hintern an, rollt die Schultern runter, fokussiert mit der Nasenspitze da vorne einen Punkt und 10 Wiederholungen. Los geht's. Langsam ablassen. Komm, komm, komm. Noch 2. Und letzte. Gut, sehr schön. Wie gesagt, wenn es nur 8 sind, gar kein Problem. So, ein bisschen ausschütteln, wir gehen in den Tisch. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen entspannter jetzt gerade für die meisten. Versucht aber maximal rauszuschieben. 10 Wiederholungen und los geht's. Nummer 8, 9 und 10. Handgelenke ausschütteln. Sehr schön. Holt euch den Stuhl. Wir machen die Sidekicks. Ihr werdet das merken im Po. Eine wunderbare Übung. Fußspitze zeigt Richtung Stuhl oder Wand. Ihr dreht euch auf. Wollt jemanden dahin treten? 15 Mal und go. Schön hoch. 5. Letzter. Ranziehen. Und auslockern. Natürlich die andere Seite auch. Jetzt natürlich das Bein, was gerade getreten hat, Richtung Stuhl zeigen lassen. 15 Wiederholungen, aufbauen und go. Nummer 11.
Sehr schön. Runde 1 geschafft. Trinken nicht vergessen. Und jetzt gleich in Runde 2. So, Liegestütz. 10 Stück. Wenn ihr auf den Knien, auf den Füßen seid, stellt euch vor, ihr drückt die Füße aktiv in den Boden rein. Man sagt ja immer viel Körperspannung, Rumpfspannung. Wenn ihr einfach mal versucht, die Finger in den Boden zu krallen und die Fußspitzen aktiv in den Boden zu schieben, dann habt ihr automatisch schon die nötige Rumpfspannung, die ihr braucht. Okay? Probiert's aus. Es geht los. 10 Wiederholungen, langsam ablassen und go! 1 noch. Wunderbar. Auslockern. Sehr schön. Immer wieder dran denken. Schultern tief. Und wieder das Gegenstück dazu. Die Brust öffnen. Und los geht's. 1. Und 10. Sehr schön. Ausschütteln. Wieder den Stuhl ranholen oder die Wand. Für alle, die im Sommer jetzt die Gelegenheit nutzen wollen, ein bisschen den Unterkörper fit zu bekommen, sozusagen mal ein bisschen die Gesäßmuskulatur zu trainieren, die Beine, ist das ein gutes Workout, weil am Ende geht es auch noch mal ordentlich ab und jetzt besonders für den Hintern. Also 15 Stück, Fuß Richtung Stuhl zeigen lassen, aufdrehen und go. Und 1 noch. Super. Wechsel die Seite. Immer schauen, dass das Standbein schön gestreckt bleibt. Da wollt ihr nicht einknicken. Sieht man nämlich auch oft, weil auf der Seite natürlich auch der Hintern arbeiten muss. Fokus. Und go. Aufdrehen. Und 1. Und letzte. Gut. Super. Mal ausschütteln. Trinken. Eine Runde haben wir noch, bevor wir dann in den Finisher gehen. So. Seid ihr noch dabei? Ich hoffe, zieht durch. Und dann machen wir das fertig hier. In die Position. Wieder schön Fußspitzen in den Boden drücken, wenn ihr auf den Füßen seid. Aus den Schultern rausschieben. 10 Wiederholungen. Los geht's.
Eine noch. Super. Merkt wahrscheinlich die Brust, die Schultern, wie alles gut aufgepumpt wird. Auslockern. Ach, ich brauche gar nicht aufstehen. Es geht nämlich in den Tisch wieder. Hände nach hinten zeigen. Lassen 10 Wiederholungen. Und Brust rausschieben. Los geht's. Nummer 3. 1 noch. Sehr schön. Super. Gleich vorbei. Wir machen weiter mit den Kicks. Und wenn ihr nicht ganz mitkommt, nutzt doch mal so ein Video hier und macht das ein paar Mal. Versucht euch da zu steigern. Das wäre das Ziel. Gut, Fuß Richtung Stuhl ausgerichtet. Aufdrehen und kicken. Zwölf, 13, 14, 15. Andere Seite. Stellt euch wirklich vor, ihr tretet jemanden da hier hin. Gegen die Brust. Schönen Stoßkick. Letzte Übung. Go. Fuß zeigt zur Wand oder zum Stuhl. Und los geht's. Knie bleibt möglichst weit oben, nicht absinken lassen. Noch 3, 2 und 1. Hervorragend. Sehr schön. Ihr habt den zweiten Block geschafft. Und damit sind wir fast am Ende. Trinkt was. Es geht gleich noch ein bisschen auf die Pumpe. Vorher erstmal einen Schluck. So, wir machen jetzt noch ein kleines Workout, was 4 Minuten insgesamt lang ist. Immer 35 Sekunden Belastung, 25 Pause. Nur sind nur 2 Übungen, deswegen wird es intensiv. Also jede Übung machen wir 4-mal. Und dann haben wir es auch. Ah, ich glaube, ich habe mich vertan. Das sind 8 Minuten, sorry. Gut. Die erste Übung ist die Fitnessente, so nenne ich die. Ihr lauft um eure Matte drumherum. Geht also tief, bleibt möglichst tief. Die Leute aus dem Bodyweight Movement Kurs, die kennen das. Versucht möglichst den Rücken aufrecht zu halten. Und wenn ihr tief bleibt, dann merkt ihr das ganz gut in der Oberschenkelvorderseite. Das ist die erste Übung, 35 Sekunden lang. Die zweite Übung ist eine Rumpfübung, Hollow Body Position nennt die sich. Sieht so aus, wenn die gehockt ist, also für die Leute, die jetzt nicht mehr wirklich viel Saft im Bauch haben, machen es so. Nächste Stufe wäre das, nächste das und das wäre die fortgeschrittene Variante für 35 Sekunden halten. Ich gehe immer mal wieder alles durch, so dass ihr euch orientieren könnt. Das ist keine dynamische Übung. Wir versuchen wirklich 35 Sekunden in einer Position, die ich gerade gezeigt habe, zu bleiben, ohne dass der Rücken ins Hohlkreuz geht. So, ich hoffe, ihr seid ready. Wir machen das jetzt. 35 Sekunden Belastung, 25 Pause.
auf die Plätze, fertig, Fitnessente, go! Noch 15 Sekunden. Ja, ja, ich weiß. Ups, es brennt gut. Ist aber nicht mehr lange. Wir haben nur noch 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Ausschütteln. Auf die Matte. Follow Body Position. Ich zeige wieder die Beginner-Variante zuerst. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Legt euch zurück. Macht euch bereit. In 3, 2, 1 und go. Knie schön ranziehen, damit der untere Rücken im Boden gedrückt bleibt und schiebt euch hier schön raus. Etwas fortgeschrittener. Und wenn ihr ein Bein nehmt, dann wechselt es ruhig immer mal wieder ab. Ansonsten gehen die Arme über Kopf. Halten. Und noch 5. Das wäre die fortgeschrittenste. Und gut. Pause. Ausschütteln. Fitnessente und Nummer 2. Auf die Plätze, fertig und los geht's. Zieh durch, komm, ihr habt noch 10 Sekunden. Kann doch hier oben laufen, wenn das sonst nicht geht. Noch 3, 2, 1 und gut. Durchatmen. Legt euch hin auf den Boden. 10 Sekunden noch. Und los geht's. Atmen durch die Nase ein, durch den Mund aus. Immer wieder wechseln. Wir haben noch knapp 8 Sekunden. Und gut. Sehr schön. So. Komm, zieh durch. Ist nicht mehr lang. Jede Übung noch 2-mal und dann seid ihr durch für heute. Geht in die Position. Lasst die Beine brennen. Auf die Plätze. Fertig. Los geht's. Wie gesagt, macht es für euch so, wie es halt gerade geht. Wenn es so hoch ist, ist es so hoch. Kein Problem. Arbeitet euch da langsam runter. Gleich geschafft. Und jawohl. Auf den Boden. In die Rückenlage. In 3, 2, 1 und go.
Immer schauen, ob der Rücken im Boden ist. Sonst nicht eine Stufe weitergehen. Wir haben noch 10. Und gut. Sehr schön. So, gleich vorbei. Letzte Runde. Ich weiß, die Beine tun weh. Probiert's. Bleibt dran. Noch 5, 4, 3. Und los geht's. Und wenn er dann auch noch möglichst sanft aufkommt, die ganze Geschichte gut kontrolliert, umso besser. Ja, ja, jetzt brennt's. Komm, zieh durch, bleib dran. Nicht aufhören, einfach nur vielleicht ein Stück höher gehen und weitermachen. Komm, zieh durch. Ist gleich vorbei. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und aufstehen. Yes, braucht ihr nicht mehr machen. Letzte Übung, dann haben wir's. Noch 10 Sekunden. Einmal noch die Hollow Body Position einnehmen. Und dann haben wir es geschafft. Los geht es. Passt es für euch an, was ihr noch tolerieren könnt von den Bauchmuskeln. Nicht einfach nur die schwerste Variante nutzen, weil ihr denkt, dann ist es am effektivsten. Das ist nicht der Fall. Immer schön reindrücken, dann kann auch so eine Position wunderbar anstrengend sein. Atmen, atmen, die letzten Sekunden. Noch 2, 1 und Feierabend. Yes, sehr schön. Hervorragend. Genial. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Versucht mal noch ein bisschen runterzukommen. Legt euch einfach gleich ein bisschen auf die Matte und atmet durch die Nase ein, durch den Mund aus. Versucht da ein bisschen runterzukommen. Und dann vielleicht nochmal so ein paar hüftöffnende Geschichten mit reinnehmen. Dafür empfehle ich euch unsere Mobility-Videos, die wir haben. Baut euch da auch so ein bisschen was zusammen, dass ihr Kraftübungen drin habt in der Woche, mal ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Mobility, dass ihr einfach ganzheitlich trainiert. Nicht nur ein Workout, sondern mal wieder andere. Ja, so. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Euer Moritz. Ciao, ciao.